Kann ja mal kurz ausschauen. Hey und herzlich willkommen zur 11. Folge von Minecraft Fight. Heute treffen wir noch die letzten Vorbereitungen, bevor wir gegen Mr. TR. Kämpfen werden. Und wir legen direkt los. So, zurzeit ist keiner auf dem Server. Und schauen wir mal, was wir machen können. Also Gott sei Dank ist da mal alles gebraten. Jo, das schaut ja gut aus. Desto könnt ihr vielleicht einmal. Schon wieder die Platzprobleme wie ich und ihr. So. Levels sind glaube ich ganz schlecht für mich. Ich werde jetzt noch einmal was craften gehen. Eine Bücher. Und das Zuckerrohr brauchen wir dann eh nicht mehr. Nagelhaus, das ist weg. Gute Frage. Ich lasse es mal im Inventar drinnen. So, und jetzt müssen wir die Bücher verzaubern und hoffentlich kriegen wir irgendwas gescheit. Mal schauen. Sharpness, okay, das ist gut. Buch. Ah, ja, die Nummer 1. Und Protection, sehr geil. So, dann brauchen wir den Amboss. Und Schärfe 1. Machen wir Schärfe 2 schwer. Schärfe 1 und Schärfe 1 wird Schärfe 2. Nein. Und Protection. Machen wir auf unserer Brust Protection 1. Und Protection 1, Protection 2, nice. Okay, das war schon mal gut. Dann nehme ich das alles wieder mit. Den Ofen. Den Ding natürlich. Amboss. Das hier. Dann könnt ihr noch ein paar Pfeile bauen. Ja, wird reichen. Ah, aber bevor ich das mache, baue ich noch ein Feuerzeug und jetzt die Pfeile. Was ist jetzt mal anders vorstellen? Okay, das heißt die Federn und das Flint lassen wir mal. Das Essen wäre noch gut da, was wir direkt geschnitten haben. So, das kann ich drinnen lassen, das wäre nice. Brauche ich eigentlich auch nicht. Okay. Cool, nice. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein paar Diamanten anfinden. Wäre nicht so schlecht. Achso, wir haben es mitgenommen. Mal kurz schauen. Crafting Day brauche ich nicht. Okay, aber es mitgenommen normalerweise. Gut. Dann bauen wir mal noch wieder ein bisschen. Auf der Suche nach Diamanten. Und wegen Platzproblemen ist sie da das Rotten Flash auf, damit ich das dann wegschmeißen kann oder weg ist. Was auch immer. Weil eigentlich habe ich zur Zeit eh genug Essen. Weil man Schärfe 2 Schwert habe ich. Das heißt, 4 Diamanten wären nicht so schlecht. Weil man könnte noch 2 Schwerter machen. Die auf Schadens 1 machen. Und dann raus natürlich insgesamt eine Schärfe 3 Schwert machen. Das wäre ziemlich cool. Ja, und wenn wir keine Diamanten finden, würde die Frage, was wir dann mit den ganzen Levels machen. Schauen wir mal. Fühle. Ah, okay.
War Machine, oder? Oder wer anders, oder? Muss ja anders gewesen sein. Oder war Ives? Kurz überlegen. Egal. Keine Ahnung, eigentlich war nicht Ida, oder doch? Bin ja eigentlich durch die Bumper gerannt, also glaube ich nicht, dass Ida das war. Ich glaube zurzeit leben nur noch 5 Spieler mit mir eingeschlossen. Ein 2er Team und der Lonix und der Airbunk, gegen den ich kämpfen werde. Weil es steht ja auch in den Regeln, dass man maximal 12 Folgen lang keine Kampfsensation haben darf. Das heißt, es müsste in der 13. Folge am höchsten einen Kampf miterleben, damit ich nicht aus dem Projekt ausgeschieden bin. Jo. Irgendwann dann in der Nähe ist, glaube ich, wieder Wasser. Aber Diamantenglück haben wir auch noch dran. Geil. Angeblich hat der Mr. R-Punkt, oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, nicht wohl ihr Mann. Das heißt, daher sollte ich eigentlich schon auch Vorteile haben gegenüber ihm. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gut er protected ist, weil eins, was ich weiß, ist, er hat ziemlich viele Bücher und war in seiner Bücherhöhle. Ich weiß nicht, wie man das besser beschreibt. Und vielleicht hat er ja da ziemlich nice. Verzauberungen, von denen ich nichts weiß noch. Ziemlich gefährlich, da. Nice. Rätseln finden wir immer sehr zahlreich, aber leider keine Diamanten. Nur Diamanten im Kopf, ich weiß. Das Oberwasser, ja nice. Kann ich mal kurz ausschauen. Ja, die Höhle ist ausgemeint, also gehen wir wieder zurück zu unserer schönen Mine. So, ja. Ja, warum würde er dann nicht auf? Hey, warum funktioniert das nicht? So, ja, nice. Passt. Brauche ich nicht da die Schlucht abgehen, wo er schon, oder ich weiß nicht, wer da gefarmt hat, alles abgefarmt hat, weil das wäre eigentlich dumm. Aber da unten Strip Miner. Kann man auf jeden Fall immer machen. Ja, und was mache ich, wenn ich keine Diamanten anfinde? Gute Frage. Dann boah, jetzt ist die Diamanthacke ja schon weg. Es wird hier nicht besser. Und Diamanten für neue Hacke habe ich auch noch keine Ahnung gefunden. Nice, nice.
Wenigstens können wir die Mandeln für Neihacke anfinden. Das wäre ziemlich cool. Aber ich bin mir nicht, noch nicht ganz sicher, was ich mit den Diamanten machen werde. Der Hacke oder Schwert? Schauen wir mal. War mit Iron baut man da schon sehr viel langsamer auf. Leider. Aber was soll man machen? Bisschen Level farmen noch. Achso, von denen kriegt man gar kein Level. Ups. Ich hätte schon wieder die. Achso, das erinnert mich aber an die Höhle, wo ihr mal war. Wo der Zombie wieder mit einer. Genauso wie du mit einer Rose gestanden ist. Aber ob das jetzt die Höhle war, weiß ich gar nicht mehr. Kann aber sein. Tack, tack. Sehr fündig sind wir bis jetzt noch nicht geworden. Genau, gar nicht, wenn man es genau nimmt. Lava ist über mir, nice. Das ist immer gut. Also ich glaube, wenn ich keine Diamanten anfinde, verbrauchen meine Levels noch für eine Schärfe oder für eine Stärke 5 oder 4 Bogen. 4 besser gesagt. Weil die Levels nicht zu verbrauchen wäre eigentlich auch dumm. Ja. Es ist schon wieder Wasser. Redstone. Ja, da haben wir mal Diamanten angefunden, gell? Ja. Geil, wir haben wieder zur Höhle zurück angefunden. Obwohl wir irgendwo oben an der Landgrenze sind. Das ist natürlich cool. Fahren wir da weiter. Redstone für Lever, ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir das auch schon nicht mehr. Gut, dass wir da immer so viele Sachen hinterlassen haben. So viele Workbenches, brauche ich nicht einmal neu bauen. So, nice. Iron haben wir schon gleich gehabt, ne? Ist natürlich optimal. Ah, Gott. Cool, cool. Aber bestimmt nicht wie da jetzt, oder? Oder? Nice, nice. So, ich hab gesagt, das Gold geht ja wieder einschmelzen. Gerade in der Elfen weg haben sie natürlich immer krass geschickt. Iron ja mal wieder interessant ein bisschen schmelzen. Nur im Inventar habe ich glaube ich kannst du sagen. Also schauen wir mal. Gold, okay, aber noch nicht genug. Iron habe ich da, auch nicht mehr da. Nice, nice. Ich glaube, ich craft mir mal den Bogen. Ah, da brauche ich noch ziemlich viele. Haben wir jetzt Schärfe 3? Okay, da relativ viele. Ich glaube, das geht sich gar nicht auf.
1, 2, nein, das geht sich gar nicht aus, so weit ich das sehe. Dann malen wir noch ein bisschen. Vielleicht sogar ein bisschen auf. Obwohl, ja, das kann ich in der Folge dann machen. Vielleicht finden wir noch die anderen. Mal schauen. Ja, Lava hätten wir dann mal anfangen. Lava angefunden, ist wieder kein Diamant. Wie ehren die? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yo, danke fürs Zuschauen. Falls die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.